Ich sag's Ihnen, das waren noch Zeiten, als man eben nicht zum Staubsauger greifen musste, sondern das die Frau erledigt hat. Okay, bevor ich jetzt noch mehr in die Schobi-Kasse einzahlen muss, klar, wir leben in modernen Zeiten. Aber, um ehrlich zu sein, wir leben nicht in modernen Zeiten, wir leben in ganz modernen Zeiten. Und deshalb saugt heute auch nicht mehr Mann, sondern er lässt saugen. Und zwar von diesem oder zumindest solchen Kandidaten. Das sind sogenannte kleine Roboter-Staubsauger. Er hier heißt Navibot und ist von Samsung. Und den will ich mal hier auf meine Wohnung loslassen. Jaja, der Boden ist nicht nur sauber, sondern porentief rein. Und da kann ich den Navibot natürlich nicht testen. Deshalb gilt es jetzt erstmal Schmutz. Das nenne ich doch echt mal ein Kunstwerk des Schmutzes. Tja, lieber Staubsauger, da wünsche ich jetzt ganz viel Spaß. Noch steht er in seiner Ladeschale, nicht mehr lang, denn jetzt geht's los. Und irgendwann kehrt der Kleine automatisch zurück zu seiner Ladestation. Dann wollen wir mal gucken, was hier so alles drin ist. Oh mein Gott. Okay, also man sieht, er hat schon einiges mitgenommen. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, hundertprozentig sauber, also so wie von Hand gesaugt, ist es nicht. Gerade mit Mehl hat er gute Schwierigkeiten, das verteilt an manchen Stellen mehr, als dass er's aufsaugt. Nur, wer verschüttet schon täglich Mehl, Erdnüsse und noch jede Menge Staubklumpen in seiner Wohnung? Im ganz normalen Praxis-Saubermach-Alltag, da schlägt sich der Kleine wirklich gut, auch auf Teppichböden. Wer übrigens die Kontrolle behalten möchte, der kann das auch alles vom Sofa aus mit einer Fernbedienung fernsteuern. Ein Staubsauger mit Fernbedienung, also das ist doch wirklich ein Männertraum. Eine Besonderheit vom Navibot ist das sogenannte Visionary Mapping. Damit soll er nämlich besser den Raum erfassen und damit auch besser abfahren können. Im Alltag scheint das auch zu funktionieren, denn er macht wirklich überall im Raum sauber. Praktisch ist außerdem die Timer-Funktion. Man kann also einstellen, hey Kleiner, saug mal bitte jeden Morgen ab 8 Uhr, denn da bin ich aus dem Haus, da kannst du dann auch mit der Arbeit loslegen. Und jetzt sind wir auch schon beim Fazit. Die wahrscheinlich spannendste Frage ist, was kostet so ein Kandidat? Tja, von 300 bis 1000 Euro, je nach Ausstattung. Ob sich's lohnt? Ich glaube, ganz auf den normalen Staubsauger wird man nicht verzichten können. Also alle 2 Wochen muss man bestimmt durchsaugen, denn hundertprozentig arbeitet so ein Roboter-Staubsauger einfach noch nicht. Aber wer das Geld ausgeben möchte, es ist wirklich super, um wirklich jeden Tag, ohne dafür was tun zu müssen, seinen Boden auf Hochglanz zu halten.